Moin, hallo und kommt zurück zu Dinkum. Es ist wieder soweit, eine neue Aufnahmesession und es wedelt schon wieder. Ach du Heilige, okay. From Animal Research Center, okay. We've returned your simple animal track from Animal Research Center. Okay, danke schön. From Animal Research Center, we have received the animal you sent us. The specimen will be studied and released back into the wild unharmed. Okay, 4, wow, 4000 Dings. Neues. Okay, hier die Animal Trap. Okay. Und Specimen will be. Okay, alles klar. 4200, nice. Kriege ich pro Specimen, was ich hier noch neu dazu schicke, noch mehr? Weiß gar nicht. Animal Trap, das heißt, wir können wieder neue Animals sammeln. Ich habe hier noch Bogong Moth. Das könnte ich auch alles weggeben, ne? Fällt mir gerade so auf. So, wir müssen mal schauen, was machen wir denn heute mal? Gute Frage, was nehme ich mir denn heute mal vor? Wir gucken uns mal da hinten die Butze an, ob die schon fertig ist. Dann gucken wir mal, welche Aufträge wir hier haben. Wir müssen ein Werkzeug kaputt machen, wir müssen Erze abbauen und wir müssen Muscheln sammeln. Okay, das kriegen wir hin. Für die Dailies sozusagen. Hey, Fletch. Hello there, you. What can I do for you? Lass uns mal. Nee. Lizenz? Gucken wir mal. Okay, was haben wir denn hier lizenzmäßig? Deep Mining License 13.500. Da sparen wir ja hin. Das heißt, das müssen wir erst noch sammeln. Trapping License wäre nicht schlecht, da können wir die Hunde einsammeln, aber das lassen wir erstmal. Wombats noch nicht. Habe ich jetzt immer noch nicht gegoogelt. Ist mir auch egal. Fencing. Hätte ich Bock drauf? Building License. The holder would get instant access to building. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir da die nächste Stufe noch machen. Wir müssen also mehr Sachen sammeln. Okay, dann. Mach's gut, Fletch. Dann gehen wir mal hier rüber. Was? Was? Ist die Butze fertig? Die Butze ist fertig, glaube ich. Kann das sein? Er ist nicht mehr hier. Komm, wir sammeln da mal Muscheln. Wie viel müssen wir sammeln? 5? 6? Da noch? Ich glaube, der Shop ist fertig. Kann das sein? Könnte sein. Ich sehe ihn hier nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall den die Sachen verschieben noch. Da müssen wir noch mal gucken. Ich brauche noch mehr Muschelzeugs. Muschelzeugs hier damit. Okay, eine noch. Bam, geschafft. Okay. Wir müssen noch ein Werkzeug kaputt machen. Das sollte kein Problem sein. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Spitzhacke. Die können wir uns gleich noch mal kaufen. Gucken wir mal. Hundis sind noch da. Beziehungsweise Wölfe sind das ja, glaube ich, eher, würde ich sagen, oder? Oder doch Hundis? Ich bin mir nicht sicher. Hey John. Good day, Rio. How can I help? Hast du einen Job für mich? You know what? I feel like I've been wearing the same clothes for too long. Think you could find me some new clothing? Anything new in my wardrobe would be welcome. Was Neues? Clothing sieht im Augenblick schlechter aus. Clothing, nee, geht leider nicht. Hey, that's no problem. Never heard to ask. Okay, er wollte neue Klamotten für seine Garderobe, aber da habe ich leider nichts. Kann ich das dann verkaufen? Morning, Rio. Ach, er macht gerade Pause. Ach nee, heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Mach's gut. Ich dachte, du kannst da verkaufen, Inventar leer kriegen. Ja, nee, nichts ist mit Inventar leer kriegen hier, weil heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Das Gebäude ist also gerade perfekt fertig geworden. Okay, was machen wir denn dann? Jetzt bin ich gerade überlegen, wie viel Essen haben wir dabei? Wir haben genug Essen dabei. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Erzjagd. Denn wir müssen Erze sammeln und wir müssen Werkzeug kaputt machen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung. Gut, wenn wir dann ein paar Vögel finden, die wir hier mitnehmen können, das wäre toll. Ich glaube zwar nicht, dass wir hier trappen können, aber wir gucken mal. Wie kann ich Vögel da reinscheuchen, dass sie da hinfliegen? Ich glaube gar nicht, oder?
Kann ich dich mitnehmen? Komm, lande da. Pickup. Ne, wir nehmen die nochmal mit. Ich setze es nochmal hier an den Baum. Ich glaube zwar nicht, dass es da nochmal die Vögel da nochmal landen, aber. Wo ist denn der Vogel? Da ist der Vogel. Ne, der fliegt zu weit weg. Das hat keinen Sinn. Okay, das dauert ein bisschen länger. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Trap wieder mitnehmen hier, die Falle. Gib mal her. Dann gehen wir. Wo gehen wir denn mal hin? Wir gehen in die Richtung, würde ich sagen. Da waren wir noch nicht so oft, ne? Wir gehen mal hier runter. Gucken die Gegend mal nach. Denn ich hätte gerne noch ein bisschen Zeug aus den Containern, beziehungsweise den Behältern. Holz können wir vielleicht auch noch sammeln. Wenn es hier schon so rumliegt. Da ist ein Krokodil, das ist nicht so toll. Das lassen wir mal in Ruhe. Da ist noch ein Krokodil. Ach du meine Güte, kommen wir hier weg noch? Das war ja toll. Ich wollte springen und bin direkt natürlich reingefallen. Hat ja super funktioniert. Okay. Komm, wenn wir hier welche haben, nehme ich sie mit. Ist egal. Kann ich mir noch was kochen? Fliegen und so nehme ich jetzt nicht mit. Holz nehme ich noch mit. Ich weiß gar nicht, kann man das irgendwo sehen, wo noch ein paar Behälter liegen oder stecken oder so? Nee, ne? Okay, ist ganz schön viel Hardwood auf jeden Fall. Und ganz schön viel von den sauren Früchten. Also saure Früchte gibt es hier ohne Ende, ne? Tja, warte mal, Holz nehmen wir noch mit. Die Bäume sind alle gefällt hier. Interessant, okay. Da liegt noch ein Krokodil, ich habe es genau gesehen. Das heißt, wir gehen hier rüber. Hier haben wir ein bisschen Schutz. Angeln könnten wir nebenbei vielleicht auch nochmal. Ich bin am überlegen, ob ich auch eine Falle einfach hier liegen lassen könnte, aber ich weiß dann nachher nicht mehr, wo die liegt. Das ist auch blöde. Dann lasse ich das lieber. So. Ein ganz gemütlicher Tag. Ich will jetzt auch nicht so viel mitnehmen hier an Tieren, weil das Problem ist, mein Inventar ist ziemlich voll. Da ist ein Fass. Nice. Komm her hier. Gib mir was Tolles. Jo, ein Reifen. Nice. Okay, das ist gut. Wir brauchen aber noch mehr Gear, glaube ich, ne? Uäh! Wieso ist der ausgerechnet da? Die Musik dazu, ne? Ich gehe mal gerade hier, aber ich habe gerade keine Lust, mich mit Krokodil anzulegen. Ich habe trotzdem ein Speer in der Hand. Aber, da ist noch ein Krokodil. Da habe ich gerade keine Lust. Das ist ein Wombat, glaube ich. Hier kann das sein. Wird zumindest Sinn machen für mich. Bitte sagen wir, wir haben noch Platz. Okay, wir haben noch Platz. Aber nicht mehr viel. Ich lege das mal hier rüber. So. Zählt das als Ohr? Nein, das zählt nicht als Ohr. Okay. Das ist ja doof. Haben wir noch irgendwo anderes Ohr oder gehen auch Steine? Was ist das denn für ein Felsen eigentlich? Den kann ich nicht kaputt machen, oder? Ne, der geht nicht. Muss ich upgraden. Siehst du, ich muss sowieso noch Material besorgen, damit ich die Spitzhacke upgraden kann. Das wäre eine Idee. Wo haben wir denn... Ich versuche gerade ein Fass zu finden und nebenbei noch mal ein bisschen Ohrs. Oh, ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier nur Steine ohne Ende. Da ist ein Ohr, okay. Es wird Zeit, dass wir echt die Mine kriegen, damit wir nicht mehr so viel durch die Gegend laufen müssen. Okay. Das zählt nicht. Gehen wir hier hin. Ich muss noch nebenbei ein bisschen auf meine Stamina achten. Aber ich habe ja genug Material dabei, also von daher ist nicht so schlimm. Essen ist immer gut. Ich hätte gerne eigentlich da drüben.
Bin ich wieder nicht gesprungen. Na, ist egal. Kupfer brauche ich nämlich. Dann kann ich mir nämlich die Pickaxe verbessern. Dann kann ich nämlich das Zeug hier, glaube ich, auch abbauen. Okay, das haben wir geschafft. Und ich habe intelligenterweise die andere Spitzhacke nicht mitgenommen. Ja, weil ich mir eine kaufen wollte, glaube ich, ne? Das ist ja jetzt doof. Ich habe keine Spitzhacke dabei. Ich kann nichts mehr abbauen. Toll. Gnarf. Ja, was mache ich denn jetzt? Und hier ist alles voll, ne? Das ist doch wie ein Schlag ins Gesicht. Da ist ein Krokodil. Und das andere Bäume da drüben? Guck mal, die sehen anders aus. Können wir die pfählen? Komm, wir probieren es mal hier, unser Glück. Wenn wir schon nichts Neues machen können, dann probieren wir die hier. Und das andere? Pinecone, ja, das sind andere. Okay, neues Holz. Ne, ist auch Hardwood. Aber das ist ein Pinecone. Ist das nicht was anderes hier? Müssen wir hier lassen. Die will ich haben. Was mache ich eigentlich, wenn die kaputt geht hier, die Axt? Was mache ich denn dann? Kann ich die nicht kann ich die reparieren? Ich glaube nicht, ne? Oh, schaffen wir das noch? Ne, wir müssen erst was essen, okay. Dann geben wir mal ein Steak. Ich glaube, ein Steak wird reichen, oder? Ein ordentliches Steak, ey. Ne, reicht nicht. Okay. Aber das essen wir jetzt nicht alles auf. Wir essen das jetzt hier. Bäm. Und wir sind wieder da. Guck mal, siehst du mit der Kraft? Pinecones haben wir auch. Nice. Okay, dann pflanzen wir hier direkt wieder neue ein. Ein Pinecone. Oh, kann ich nicht halbieren. Das ist jetzt ungünstig. Mach den mal weg. Nein, was mache ich denn da? Das wollte ich da nicht eingraben. Ich wollte das halbieren. Das Problem ist nur, ich muss das so machen. So. Okay, können wir das mitnehmen? Ja, können wir. Jetzt muss ich das so machen. Ah, das geht wieder nicht, ne? Kann ich den gerade futtern? Au. Egal. Kuh. Und zuschaufeln. Und hier war noch einer, ne? Krieg ich den? Jo, krieg ich deinen. Bäm. Okay, haben wir wieder angepflanzt. Alles gut. Jetzt ist die Frage. Was mache ich denn jetzt? Ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen mehr Erze sammeln, ne? Wir müssen zurück eigentlich in Erze sammeln. Sonst kriegen wir die Dailies nicht fertig. Ach, Mist. Okay. Das ist jetzt doof. Wo sind wir denn jetzt? Da hinten sind wir eigentlich. Wir sind jetzt fast da, wo ich eigentlich hin wollte. Aber wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Geht nicht anders. Krokodil in der Nähe? Nein, gut. Dann Geronimo. Dann gehen wir zurück. Ich hoffe, ich habe noch eine Spitzhacke irgendwo, sonst habe ich ein Problem. Kriege die Daily nämlich nicht fertig. Das finde ich so toll. Die würde ich nämlich schon gern schaffen. Das nehmen wir mit, weil Holz brauchen wir bestimmt noch. So. Hier liegen ganz schön viele rum, ey. Alter Schwede. Okay, nehme ich alles mit. Alles meins, alles meins. Kann ich das denn nicht unendlich viel stacken? Würde mich mal interessieren. Das würde mich echt interessieren, ob man das alles unendlich stacken kann hier. Die Ecke sieht eigentlich auch nice aus hier. Gut, jetzt das hier nicht unbedingt, weil es sieht so warm aus. Aber hier, guck mal, mit dem See und so und den Bäumen ringsrum, das sieht ganz cool aus. Das gefällt mir ziemlich gut. So, bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Okay, nice. Wir brauchen 3500 Punkte. Dann können wir uns eine Mine zulegen. Schauen wir mal. Erstmal wieder zurück.
bin auf dem Sonntag immer noch unterwegs hier. Eigentlich müsste ich mal die Füße hochlegen. Schauen wir mal. So, ich hoffe, wir sind hier richtig. Das nehme ich noch mit. Okay. Da ist die Brücke, das ist schon mal gut. Tja, da kommt er nicht hinterher, da kommt er auch ins Schwitzen. Okay. Wir sind wieder zurück. Die Bäume machen auch eine Pause, habe ich das Gefühl, mit. Ja, es ist mit dem Wachsen. So, das ist alles weg. Okay, wir könnten eigentlich mal gucken, was wir für den Grinder brauchen, ne? Town Planner. Building the town, one building at a time. Here's a milestone for finishing a new building. Eine Stadt bauen. Ein Gebäude nach dem anderen. Ne, ein Gebäude nach dem anderen. Ja, doch, ein Gebäude nach dem anderen. 250 hat es gegeben, wow. Attract a total of 5 permanent residents. Okay, da müssen wir dran arbeiten. Da gibt es 150. Wir müssen auf jeden Fall noch Ross smashen. Habe ich noch eine Spitzhacke? Bitte sag mir, ich habe eine Spitzhacke. Ich habe keine. Kann ich mir eine bauen, bitte? Eine Basic Pickaxe habe ich nicht. Kann ich mir eine Basic machen? Kann ich auch nicht. Ich kann die Daily nicht fertig machen. Ich kriege einen Knick. Ich krieg einen Knick. Ich hätte die erst bauen sollen. Ah, nee, konnte ich nicht, weil ich eben Dinges bräuchte. Ich brauchte ja Kupfer. Das ist jetzt blöde. Ich habe echt Angeln, habe ich zwei. Toll, warum habe ich zwei Angeln? Und Schaufeln habe ich hier, aber ansonsten. Das ist jetzt doof. Na, ist egal. Dann gucken wir mal, ob wir den Grinder machen können. Wenigstens. Reifen, Copper Bars brauche ich zwei. Gears brauche ich vier. Gumwood Planks ist kein Problem. Copper Bars kann ich nur eins herstellen, ne? Ja. Das wird also auch nicht reichen. Toll. Ist auch keiner hier übrig oder so, ne? Nee. Da habe ich eh nur zwei Gears. Das wird sowieso nicht reichen. Okay. Könnte ich eh nicht machen. Na gut, dann packen wir das mal da rein. Ja, das ist blöde, ne? Kann ich nicht viel machen dann. Hier war auch nichts drin. Ne. Die Steaks könnte ich aber noch grillen, dann kann ich die mitnehmen. Und hier könnt ihr noch ein bisschen was fertig machen, dann haben wir schon was vorbereitet. Ja, wir müssen warten, ich stehe schon wieder am Feuer. Bis schon wieder aufhat morgen früh. Können wir nicht ändern. Ich will mir die anderen Gegenden gerne heute angucken, aber da müsste ich nochmal schauen dann. So, ein lecker Steak. Zwei Stück können wir noch. Na komm schon. Das nehme ich noch mit. Da ist auch noch fertig. Hier habe ich gehört gerade. Es hat geploppt. Okay. Dann gehst du da noch rein. Und du gehst wieder zurück. Pinecones können wir hier. Ne, können wir eigentlich anpflanzen. Dann pflanzen wir die gleich ein. Komm. Animal Trap, das können wir nicht. Hä? Wo ist denn das andere? Moment, gab's hier. Hast du etwa mein Fleisch geklaut? Ich wurde mein Fleisch geklaut. Bist du einmal nicht da und gleich klauen sie dir die Haare beim Kopf hier. Okay, den haben wir weggepackt. Animal Traps kommen dahin. Tja, was mache ich denn? Achso, die wollte ich einpflanzen. Okay, dann pflanzen wir die erstmal ein. Die pflanzen wir. Wo pflanzen wir die mal hin? Hier hin, oder? Müssen wir halbieren. Okay. Lassen wir mal direkt nebeneinander ausnahmsweise mal kommen hier.
Die haben wir auch fertig. Ja, wir könnten ein bisschen angeln oder so, ne? Oder ich buddel mal gerade, aber das ist nicht so einfach. Wir buddeln uns hier mal ein bisschen was hin. Wo packe ich denn das mal hin? Dann hier hin? Ich weiß nicht genau. Immer gern ein bisschen Landschaftsdekoration machen. Wenn jetzt eh Sonntag ist, kann ich auch ein bisschen chillen, oder? Wäre vielleicht eine Idee. So, gucken, ob ich das irgendwie hinkriege hier. Das Problem ist, ich muss halt nach unten, ne? Das ist das Problem. Ich muss nach unten. Okay, das könnte im Moment dauern, ne? Ich wollte eigentlich so eine kleine Ecke aushöhlen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht genau, wie ich das mit dem Wasser machen soll. Wenn man einen Eimer hätte, dass man Wasser hier hin machen kann, wäre das natürlich super, ne? Ich könnte die Mine noch zumachen, fällt mir gerade so ein. Das wäre noch eine Idee. Ich wollte hier so einen kleinen See hin basteln. Aber ich muss es halt nach unten graben, weil das Wasser ist niedriger. Und ich weiß halt nicht, ob das so ohne weiteres geht. Das wollte ich mal ausprobieren. So. Bietet sich schön, aber hässlich. Okay. Jetzt muss ich irgendwie da runter. Problem ist, das wird immer kleiner, ne? Ich müsste das größer machen. Das heißt, der Baum, den ich hier habe, müsste weg. Aber wir gucken erstmal. Wie wir das machen. Das Problem, was ich jetzt habe, ich muss nach unten, ne? Nein, jetzt hat er mir das weggenommen. Das wird noch spaßig jetzt hier. Nein, nicht da. Was machst du denn dahin? Okay. Wenn ich jetzt hier runtergehe, ne? Geht das Wasser nur bis dahin, glaube ich, wo. Was macht das hier an? So. Wo das Wasser hier ist, ne? So ist das nicht. Okay. Wir kriegen das hin. Komm schon, komm schon. Okay. Ja. Dahin. Das sieht natürlich nicht so schön aus nachher, ne? Weil das zu niedrig wird. Wenn ich das jetzt hier wegnehme. Ne, warte, wir lassen das mal da. Ich nehme das erstmal raus und dann gucke ich mal, ob ich das ein bisschen umschachten kann. Das ist natürlich alles Trial and Error hier, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal probiert habt oder nicht. Denn ich hätte gern ein bisschen Wasser hier an meiner Hütte. Ich habe zwar Wasser an meiner Hütte, aber ich hätte gern mehr Wasser an meiner Hütte. Mehr Wasser an meiner Hütte. So. Das ist einfach nur so ein, ja, weiß ich nicht, probieren geht über studieren Geschichte hier. Ob das was taugt nachher, werden wir sehen. Was ich hier fabriziere, weiß ich auch noch nicht genau. Dahin. Ich weiß echt noch nicht, wohin ich das Zeug lagern soll hier gerade. Ich habe die Bäume jetzt schlecht gelegt, sehe ich gerade. Die habe ich gerade schlecht gelegt. So, dann nehme ich den noch weg. Da mal hin. Okay, weißt du was, wir lassen es erstmal so. Ich gucke erstmal, wie das mit dem Wasser aussieht. Warte, das nehme ich noch mit. Das nehmen wir weg. Aha, okay, also Wasser geht, aber Wasser
Doch, hat sich aufgefüllt. Guck mal. Das funktioniert. Cool. Nice. Genau das. Wow. Interessanter Bug. Ich wollte das da hinsetzen. Das funktioniert. Das heißt, ich kann das hier wegnehmen. Dann könnte ich ja mir doch was basteln hier. Das ist allerdings ein bisschen tief, leider, das ist das Problem. Ich muss das noch ein bisschen anpassen hier. Das kann sich nur um Tage und Stunden handeln. Aber wir machen das mal jeden Sonntag, oder? Vielleicht eine gute Idee. Wenn wir das jeden Sonntag machen, ein bisschen hier weiter ausbauen. Das können wir so lassen. Ja, es muss weiter ausgebaut werden, noch auf jeden Fall. Ich brauche mehr Platz hier. Ich glaube, wenn es nachher größer ist, könnte es besser aussehen. Ich bin überlegen, wie ich den Baum hier einbauen könnte, dass ich den da lasse einfach. Vielleicht. Bin mir noch nicht sicher. Ja, wird sich schon irgendwas ergeben. Irgendwas wird sich schon ergeben. So. Das nehme ich noch mit. Warte mal, nehme ich den noch weg? Jo, ich glaube, ich nehme den noch weg. Dahin. Wir lassen das erstmal, würde ich sagen. Wo ist denn der andere Kaktus? Habe ich den weggemacht? Ich glaube, ich habe den weggemacht. Kann das sein? Oh nein. Yep. Ich glaube, der andere Kaktus ist weg. Der war, glaube ich, hier an der Stelle. Den habe ich jetzt weggemacht. Das ist ein bisschen doof. Ja, wir lassen es erstmal so. Ist noch nicht perfekt. Ich muss da noch mehr dran arbeiten, aber ist okay. So. Es wird ja langsam. Das gefällt mir schon ziemlich gut, muss ich zugeben. Es wäre toll, wenn man auch so Steine basteln könnte oder so. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr Grün. Kann ich hier Grasen eigentlich pflanzen? Warte mal. Wenn ich das jetzt hier wegbuddel, ne? Und da jetzt ein Gras reinschmeiße, funktioniert das? Nope. Kann ich den direkt einpflanzen? Jo, kann ich. Nice, okay. Alles klar. Das ist gar keine so schlechte Idee. Machen wir so ein bisschen Gras hin dann nachher. Vielleicht kriegen wir da noch was Tolles hin. Mal gucken. Ich würde gerne hier noch ein bisschen was machen. Hier so eine Ecke. Ja, kriegen wir hin. Das heißt, oder wir gehen hier rum. Hier und dann hier rum. Dann pflanzen wir, machen wir da noch ein bisschen was. Mal gucken. Kriegen wir hin. Stimmt, ich wollte ja eine Baumschule auch noch basteln. Ha, da könnte ich mal gucken. Aber ich kann die da nicht hinbauen. Da. Weil ich glaube, die Nester kommen wieder. Wir könnten aber die Baumschule da hinbauen. Na, weiß nicht genau. Nee, wir machen die lieber da drüben hin. Müssen wir schauen. Na gut. Dann soll es das mal gewesen sein für die Episode. Ich räume gerade nochmal das Kupfer weg hier. Wenn ich das irgendwo hinpacken kann. Hier ist noch ein Tinbar. Du gehst. Wo ist es denn? Hier ist doof. Da. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn hier der Barren geblieben? Hab ich irgendwas verpasst? Nee, da ist er. Okay. So, das geht weg. Okay, dann. Ja. Haben wir es wieder geschafft? Ich hau mich mal ins Bett. Wir haben nicht viel geschafft heute, weil es ist. Naja, das heißt nicht viel. Ist Sonntag. Ist halt ein Chill-Tag gewesen. Morgen ist mal wieder ein Arbeitstag. Und dann schauen wir mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.